Hallo liebe E-Scooter-Freunde, herzlich willkommen zum weiteren Video von BMA hier bei YouTube. Schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt und wie ihr es eben auch im Videotitel schon gesehen habt, zeige ich euch in diesem Video eine weitere Methode, wie ihr euren Segway Ninebot G2 Max tunen könnt. Das gute Stück steht ja bereits neben mir und wir haben ja jetzt eben auch in vorangegangenen Videos schon verschiedene Versionen ausprobiert, wie ihr euren Scooter tunen könnt. Darunter einmal mit dem internationalen Controller, mit XioDash oder eben auch mit Scooter Hacking. Und in dem Zuge bin ich darauf aufmerksam geworden, dass es jetzt eben auch für den G2 wieder einen Tuning-Chip gibt. Wir können das Ganze einmal zusammen auspacken. Ich habe mir das Ganze bestellt bei Alles E-Scooter, heißt das Ganze, glaube ich. Verlinke euch das Ganze natürlich eben auch unten in der Videobeschreibung. Den Preis habe ich jetzt gar nicht mehr im Kopf. Ich packe ihn jetzt aber einfach mal hier ins Video rein. Und ihr bekommt in dem Fall eben einen Tuning-Chip. Und das Ganze eben auch mit einer sehr detaillierten Anleitung, wo natürlich eben erklärt ist, was ihr machen müsst. Vielleicht von vornherein einmal erklärt. Früher war es so gewesen, dass die Chips immer in der Lenksäule angesteckt wurden, also zwar quasi zwischen das Dashboard und eben das Datenkabel. Dieser Tuning-Chip wird jetzt eben direkt an den Controller angeschlossen und quasi bildet da einfach eine Brücke und greift Informationen ab und gibt andere Informationen weiter. Einer der größten Vorteile, den ich daran sehe, wenn es denn funktioniert, ist, dass wir eben nicht mehr das Siegel am Controller brechen müssen und dass wir somit eben auch die Garantie behalten können, was, denke ich, ein interessanter Aspekt ist. Was wir am Ende leistungstechnisch damit rausholen können, probieren wir mal aus. Er hat natürlich nicht die verschiedenen Einstellmöglichkeiten, die ihr jetzt beispielsweise bei XioDash oder eben auch bei Scooter Hacking habt. Hier habt ihr eine vorgefertigte Software drauf, die immer die identische Leistung angibt. So wie ich das Ganze verstanden habe, ist es auch recht sicher gebaut, so dass ihr letzten Endes nicht riskiert, den Scooter kaputt zu machen. Aber welche Parameter am Ende abgerufen werden, wissen wir natürlich nicht. Wir werden es jetzt im Anschluss eben so machen. Zwar einmal schauen, wie schnell der Scooter jetzt fährt und dann natürlich eben den Tuning-Chip anschließen und dann eben auch mal schauen, was er dann bringt. Der Chip wird aktiviert über, ich finde es mal ein bisschen witzig, über eine angeblich geheime Tastenkombination. Ich habe gedacht, vielleicht gibt es für jeden Chip eine individuelle Tastenkombination, aber so wie ich es jetzt rausgefunden habe, ist es wohl so, dass er immer 8-mal die Bremse zieht und 8-mal das Gas drückt, was in meinen Augen jetzt nicht wahnsinnig geheim ist. Also ich denke, da wird der ein oder andere auch recht schnell dahinter kommen. Wo wir aber auch schon an einem wichtigen Punkt sind, alles, was wir jetzt an diesem Scooter ändern, auch gerade wenn wir diesen Chip einbauen, dann erlischt eure allgemeine Betriebserlaubnis, sowie aber eben auch im Normalfall alle Garantieansprüche. Heißt, ihr dürft den Scooter von jetzt ab, wenn ihr den Chip verbaut habt, nicht mehr im öffentlichen Straßenverkehr bewegen, sondern nur noch auf dem Privatgelände oder privaten Straßen. Das sollte jedem klar sein, wenn er seinen Scooter tunet. Ich möchte es aber immer noch mal sagen, dass ihr es eben auch auf dem Schirm habt. An der Stelle würde ich sagen, wir legen jetzt erstmal los, bauen den Chip ein. Würde mich freuen, wenn ihr mir jetzt erstmal ein Abo mit reinpackt, wenn ihr mir eben auch einen Daumen nach oben da lasst. Würde mich freuen, wenn der Kanal eben auch so schön weiter wächst. Und wenn ihr eben auch Erfahrungen habt zu den Tuning-Chips oder vielleicht selber schon mal einen verbaut habt, packt es mir doch in die Kommentare. Würde mich interessieren, was ihr dazu zu sagen habt. Wir fangen direkt an. Let's go! Wie immer fangen wir an, die Batteriefachabdeckung abzumachen, dazu Scooter einmal rumdrehen. Ihr seht, bei mir sind ein paar weniger Schrauben drin, weil ich jetzt natürlich öfter auf dran und abgeschraubt habe. Ich nehme jetzt einmal kurz noch die restlichen Schrauben raus. Übrigens sehr empfehlenswert. Sind wir soweit schon durch. Ich habe es in den anderen Videos natürlich schon öfter gesagt, aber für diejenigen, die es jetzt das erste Mal schauen, wenn ihr das erste Mal die Batteriefachabdeckung abmacht, dann müsst ihr darauf achten, dass es geklebt ist. Dann müsst ihr ein kleines bisschen drunter hebeln und dann könnt ihr das Ganze vorsichtig eben hochziehen, damit sich die Dichtung löst. Haben wir hier nochmal den Chip. Um den jetzt richtig anzuschließen, müssen wir hier eben an die, müssen wir gleich mal schauen, an welche Steckverbindung wir ran müssen. Aber wir nehmen dazu einfach den Controller raus, macht es deutlich einfacher. Ich habe das Ganze schon mal losgeschraubt. Links und rechts vom Controller ist jeweils eben eine Imbusschraube. Die sitzen quasi, kommt da von oben ran, nehmt ihr euch am besten so einen Imbusschlüssel, damit geht es am einfachsten. Und dann können wir den Controller nämlich eben auch schon rausheben. Das machen wir jetzt einmal zusammen. Wichtig, nicht dran reißen. Ich kann es immer nur wieder dazu sagen, nicht, dass er irgendwo Kabelverbindungen durchtrennt. Und am besten geht es so, wenn er ein kleines bisschen nach oben zieht, dann hier eben die Verbindung zum Ladeport zur Seite schiebt, hier nach rechts drückt und dann kriegt er hier eben auch ganz gut um die Kante rum. Könnte man da eben auch rausheben. So. Dann haben wir ihn schon draußen. Und zwar müssen wir einmal gehen an den hier mit dem einen roten und dann den hier unten, wo die vielen Kabel drin sind. Also stecken wir einmal ab. Stecken den einmal hier in den Chip rein.
auch in den Chip rein. So, dann stecken wir es gerade wieder an. Der andere gehört dann entsprechend nach hier unten. Einmal. Und zweimal. Jetzt hat er auch schon einmal gepiepst. Und jetzt müssen wir das Ganze wieder einigermaßen reinfummeln. Das ist natürlich nicht einfacher geworden, weil wir mehr Kabel haben. Aber vorsichtig nach unten drücken. Und jetzt verschrauben wir wieder entsprechend links und rechts. Hier geht es am einfachsten. Hier haben wir einmal das Massekabel. Das Schöne daran ist, ihr könnt hier die Imbusschraube so reinstecken. Und das Ganze dann eben von oben nach unten schön einfädeln, ohne dass euch die Schraube abhaut. Das ist auf der anderen Seite ein kleines bisschen umständlicher. Jetzt haben wir beide Schrauben fest. Jetzt müssen wir nur hier den Kabelsalat wieder so ordentlich verstecken, dass wir natürlich auch die Abdeckung wieder ordentlich draufschrauben können. Guckt, dass er nicht zu sehr quetscht. Zwangsläufig müsst ihr das irgendwie reinquetschen, ansonsten kriegen wir das gar nicht alles so einfach unter. Aber ich denke mal, wenn wir das hier oben so drauflegen, sollte das ganz gut passen. So geht's aber. Dann einmal wieder Schrauben festziehen. Man soll ja sowieso, nachdem man eingebaut hat, ich glaube 60 Sekunden warten und dann erst anmachen. Passt eigentlich ganz gut mit Einbau. Dann drehen wir mal um und machen mal an. Jetzt soll man der Anleitung nach ihn einmal einschalten. Jetzt ein paar Mal gepiepst und jetzt 90 Sekunden warten und ihn dann wieder ausschalten. Das warten wir jetzt einfach mal ganz kurz ab. Dann nochmal gepiepst. Jetzt haben wir auf jeden Fall lang genug gewartet. Jetzt können wir ihn einmal ausschalten und schalten ihn wieder ein. Jetzt sollte er eigentlich so, wie er ist, original sein. Das können wir einmal ausprobieren, indem ich mal das Hinterrad andrehe. Und da fährt er 22. Jetzt probieren wir es mal aus. Also mal 8-mal die Bremse ziehen und 8-mal das Gas drücken, kräftig. Jetzt hat er gepiepst. Jetzt schauen wir mal, was er jetzt macht. Und siehe da, fährt er 32. Hat gut funktioniert. Können wir nochmal ausschalten. Einschalten. Jetzt sollte er wieder 22 fahren. Und siehe da, fährt wieder 22. Ihr habt, glaube ich, am Anfang immer nur, ich glaube, 30 oder 60 Sekunden Zeit, um das Tuning entsprechend zu aktivieren. Dann müsst ihr wieder ausschalten, wieder einschalten. Ob diese Kombination jetzt so unglaublich sicher bzw. geheim ist, ich weiß es nicht. Was ich als großen Vorteil sehe, ist, dass wir ja jetzt im Normalfall das Siegel nicht brechen müssen. Das heißt, man sieht den Software-Eingriff eben nicht. Ob das Ganze nachher systemisch in irgendeiner Form nachverfolgbar ist, dafür kann ich euch keine hundertprozentige Aussage geben. Ich gehe aber nicht davon aus. Also ich muss sagen, hat jetzt einfach funktioniert. Ich meine, der Einbau dauert im Endeffekt 5 bis 10 Minuten. Da muss man kurz warten und von daher kann ich nur sagen, ist in meinen Augen eine gute Option. Auch wenn ich sagen muss, jetzt fährt er ja zum Beispiel nur 32 bei vollgeladenem Akku. Wenn wir jetzt Scooterhacking oder Xiadash installiert haben, dann fährt er sogar 34. Und man kann natürlich bei diesem Chip jetzt eben nicht sehen, welche Parameter da eingestellt sind. Ich bin mir ziemlich sicher, wie ich es eingangs schon gesagt habe, dass das Ganze so sicher wie möglich eingestellt wurde, dass man da eben auch keine Probleme hat, hardware-seitig. Als final einsehen kann man es natürlich nicht und hat natürlich auch keine Möglichkeiten, sonstige Modifikationen vorzunehmen. Was auf jeden Fall schon mal gut ist, wenn man bremst, ihr seht es jetzt vielleicht nicht, aber das Rücklicht leuchtet, ähnlich wie wenn man das Scooter-Hacking jetzt K einstellt. Also es ist nicht so, dass wie früher beim Tuning, dass der Scooter dann das Rücklicht dann anfängt zu blinken. Also das ist auf jeden Fall auch ordentlich gemacht. Also von daher für euch eine neue Version, den Scooter zu tunen. Würde mich sehr interessieren, packt doch mal in die Kommentare, was ist denn euer Favorit? US-Controller, Xiadash, Scooter-Hacking oder jetzt in dem Fall der Tuning-Chip? Da habe ich jetzt keine direkte Meinung zu. Dadurch, dass ich natürlich eben schon Scooter-Hacking oder Xiadash eben auch nutze, werde ich da eben entsprechend auch bei bleiben. Liegt für mich
an verschiedenen Faktoren. Erstens, kann ich bei Scooter-Hacking deutlich mehr einstellen oder Xeldash? Hier habe ich nur diese eine Kombination mit 8-mal ziehen, 8-mal drücken. Da gibt es eben auch bei den anderen eben deutlich mehr Möglichkeiten. Tempomat haben wir hier, glaube ich, auch nicht. Ansonsten muss man noch kurz gucken können. Blinker funktionieren ganz normal. Aber für diejenigen, die sagen, Plug and Play, ich möchte nicht per ST-Link flashen, ich möchte es so einfach wie möglich eingebaut haben, ist der Chip, glaube ich, eine geile Option. Ging vom Versand her, glaube ich, habe ich bestimmt 2 Wochen drauf gewartet. Da war anscheinend nichts am Lager. Aber was die Beschreibung angeht, wir haben am Ende eben auch einen Preis. Ich denke, das ist eine faire Nummer. Und es kann sich jetzt für jeder eben selbst entscheiden, was ist für ihn die beste Lösung. Und an der Stelle möchte ich schon mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Packt mir gerne eben auch mal eure Ideen zu dem Chip oder grundsätzlich zum Tuning bei dem Scooter in die Kommentare. Lasst mir bitte eben auch einen Daumen nach oben da, packt mir ein Abo mit rein. Und an der Stelle möchte ich schon mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Freue mich auf das nächste Video mit euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.